Eine Allianz mit Manny schien zu fruchten. Er besiegte Acorn problemlos im Tempoduell und Whisper im Kraftduell. Ich ging zur Arena, um im finalen Scharfsinnsduell gegen meinen Freund anzutreten. Okay. Was los? Ich konnte ihn so. Ich muss einfach fragen. Bitte keine Fragen. Ich weiß nicht, ob du meine Antwort durch die Tränen hören könntest. Du hättest verlieren können. Whisper ist kein Verlierer, aber alle denken das. Sogar Whispers Mama hat sie nach dem Rennen selbst gesagt. Oh, voll Soße. Weint ihr etwa? Nein. Was? Nein. Whisper. Whisper schafft es nicht. Es tut mir leid, Graham, aber unter meiner Mähne der Vortrefflichkeit steckt ein Kerl, der vor allem allen davonläuft. Okay. So, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir helfen, einen Frosch zu fangen? Whisper ist zu traurig zum Rennen. Schau mich nicht an. Nicht! Okay, jetzt geht's. Ich hab doch sein Bild. Kopf hoch, Whisper. Alles geschmeidig. Warte mal. Oh, Alter. Ich vermisse dich. Warte mal. Hier. Ein Autogramm? Du bist noch Whispers Fan? Ich soll für immer dein Nachtschränkchen zieren? Tja, seine Fans enttäuscht man nicht. Hier, bitte. Für meinen Fan, Graham. Ja? So. Jawohl. Stets das Abenteuer, dein Whisper. Supi. Danke, das habe ich gebraucht. Klasse. Kannst du mir jetzt helfen? Graham, wie geht's? Könnt ihr mir helfen? Hey, Whisper, könnt ihr mir helfen, einen Frosch zu fangen? Whisper schafft das! Diese Drachenhüpfer haben gegen Whisper keine Chance! Alles für einen Fan, Freund! Supi! Wir haben den Frosch, wir haben unser Tier. Klasse! Ja, das haben wir auch. Dann gehen wir mal da hoch und gucken, was die Herrschaften. Geben wir mal den Frosch ab. Oder wollen wir mal hören, was die noch zu sagen haben? Irgendwas? Hallo? Hey, ich dachte, ich schnappe etwas frische Luft und arbeite an meinem Dolch. Nö. Auf bald. Wie sage ich immer? Den Mutigen gehört die Welt. Das ist auch eine harte Braut. So. Hallöchen. Mm. Ich hab da was für euch. Zup. Wo ist der Frosch? Da. Ja, ja. Gib schon her, oh, Junge. Wir gieren. Oh, genau das hat gefehlt. Hervorragend. Dank dir ist unser Zahnweißtrank jetzt fertig. Und versprochen ist versprochen. Hier ist eine Kostprobe. Brauchst du irgendwas in einer anderen Farbe, um aus der Masse hervorzustechen? Nutze es weise, Schatz. Da drin ist nur eine Dosis. Okay. Ich wünschte, der Zahnweißtrank hätte funktioniert. Nie wieder Zähne putzen. Das bleibt wohl ein Wunschtraum, mein Schatz. Okay.
Was habe ich denn jetzt bekommen? Farbwechseltrank, okay. Autogramm. Das kennen wir doch alle. Sprich lauter, Junge. Huch. Ade. Möge dein Weg voller Logik sein. Kleine Fliegen, Nerven. So, na, hau ab hier. Entschuldigung. So, wir müssen jetzt zum... Bum, 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 bum. Einmal hier lang. Jetzt habe ich ein... Warum wolltest du überhaupt in Daventry arbeiten? Ich sah Potenzial darin. Es war nicht das Königreich, wie du es heute kennst. Aber ich scheute mich nie vor einem kreativen Projekt. Alles klar. Jetzt muss ich mal gucken. Huch. Gehen wir nochmal an die Tafel. Nur noch das Scharfsinnsduell. Jo. Money gegen Graham. Hallo. Wo ja. denn dahin? Wo findet das Wo Finale? Wo findet das finale Duell statt? Das finale Scharfsinnsduell findet in der Arena statt. Ich glaube, Manni wartet dort schon auf dich. Alles klar. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube... Das war hier runter, oder? War das hier runter? Okay. Hallo. Diese Eichhörnchen verdienten definitiv was auf die Nuss. So. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht den Walnussstrudel? Ich hab da was. Warte, warte. Ich hoffe, das schmeckt dir, Prinzessin Madeleine von Avalon. Dankeschön. Die Huch? Wir wollen, dass ihr mit Bedacht über unsere Rücken geht. Zollt den Riesen Respekt, die euch auf ihren Schultern tragen. Tja, und wir wollen, dass ihr Ruhe gebt und wieder an die Arbeit geht. Wir haben genug davon, dass auf uns rumgetrampelt wird. Ihr seht die Sache nur aus eurer Perspektive. Arbeiten wir zusammen. Die Sache ist, dass wir keine Brücken haben. Ihr seid Brücken und nicht bei der Arbeit. Herrje, wir machen unsere Arbeit seit Generationen. Ihr habt uns abgenutzt und wir verlangen eine sanftere Behandlung. In eurem Vertrag mit Daventry steht klar und deutlich, dass ihr an bestimmten Orten Brückendienste leisten müsst. Und es steht dort ebenso, dass ihr nett zu den Brücken sein sollt. Wir haben Gefühle und spüren jeden eurer Schritte auf unseren Rücken. Trotz allem, ihr müsst die Arbeit wieder aufnehmen. Und ich... Es ist keine Zeit für weitere Meinungen. Diese Brücken müssen den Dienst wieder aufnehmen. Unmöglich. Das Gardenmandat verlangt, dass wir unsere Stiefel... Tut mir leid, Graham, aber wir brauchen keine Meinungen, sondern Lösungen. Jetzt habt euch doch nicht so. Wir wollen doch nur, dass ihr leichtfüßiger über uns rübergeht. Ohne den offiziellen Marsch? Ich will deine Ideen nicht hören. Ich will eine Lösung. Dann ändert euren Marsch doch vielleicht von pompösem Umherstolzieren in anmutiges Schweben auf sanften Sohlen. Hab ich noch keine Chance. Es hat Monate gedauert, den jetzigen Marsch für mich. Oh, es fühlt sich an, als würde ich auf Wolken wandeln. Und diese Handarbeit. Kannst du ein paar für jeden königlichen Gardisten bestellen? Sieht weich und flauschig aus, ja. Aber das steht doch nicht im Mandat. Ich Egal. Könnte ein Addendum aufsetzen. Wir könnten wie gewohnt mit gespitzten Stiefeln marschieren, doch die Socken würden euch schützen. Das wäre ja ganz hervorragend. Ein Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Genau das solltet ihr tun. Danke, Graham. Das wird dir die Gilde nie vergessen. Bis zum nächsten Treffen.
Die neuen Socken besänftigten die Gardisten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Oh, war das schön. Da bin ich aber froh. Auch die Trolle waren ganz von den Socken. So, Hallöchen. Ich bin die Neue. Ich wollte hier auch mal teilnehmen. Was ist das? Okay. Hallo? Willkommen, mein Freund, beim finalen Scharfsinnsduell. Besser gesagt, der Taschenausgabe. Budgetkürzungen oder sowas. Aber sieh dich um, lass alles auf dich wirken. Wir haben schon gewonnen. Unsere Allianz garantiert uns einen Platz an König Edwards Hof. Wie soll das funktionieren? Eins noch, bevor wir zu den Regeln kommen. Während dieses Spiel die Vorstellungskraft mancher übersteigt, finde ich es eher simpel und brauche eine zusätzliche Herausforderung. Okay. Gardisten, den Rosinensaft bitte. Das ist mein Lieblingsspiel, auch wenn ich es lange nicht gespielt habe. Weißt du, was Hypnosepulver ist? Wenn du daran nippst, musst du alles tun, was ich dir sage. Und natürlich auch umgekehrt. Und rein mit dem Pulver. Nummer 2, wenn ihr so freundlich wärt. Nehmen wir den. Ich nehme den hier. Schauen wir mal. Wow. Oh, das war wohl ein Volltreffer. Und jetzt spielen wir. Okay. Das Ziel ist, die gegnerische Figur mit einem Pfeil zu treffen, indem man diese Figuren auf dem Brett bewegt. Okay. Deine Figur feuert nach deinem Zug einen Pfeil. Ich beginne. Wenn ich diesen Schild bewege, prallt der Pfeil von den Schilden ab und fliegt über das Brett. Alles klar. Jetzt bist du dran, Graham. Ich will ja nicht wie ein Gardist klingen, aber als zusätzliche Regel kann man keinen Schild bewegen, den der Gegner im vorherigen Zug bewegt hat. Okay. Bewege den linken unteren Schild zu deiner linken. Ja, wie? Ach so. Ich bin dahin. So froh, dass wir zwei im Schloss arbeiten werden, Graham. Und wenn ich je König werde, bist du ein ausgezeichneter Berater. Ich bewege diesen hier. Und dann müssen sie alle akzeptieren, dass nur die inneren Werte zählen. Addendum! Du kannst deine Figur bewegen und drehen, um die Richtung des Schusses zu ändern. Okay. Drehst du deinen Bauern bitte im Uhrzeigersinn? Was? Welchen den hier? Der Pfeil fliegt immer in die Richtung, in die du blickst. Ich hoffe, du siehst, wie viel Planung für all das notwendig war. Ich drehe einfach diesen Schild. Ja. Das Hypnosepulver scheint schwächer zu werden. Mach irgendeinen Zug, den du möchtest. Völlig egal jetzt. Okay. Darf ich den da benutzen? Ja. Zack. Nee. Meine Intelligenz war wohl klar überlegen. Mal. Bam. Garde, ich hab gewonnen! Seht euch das Siegerbrett an! Wir müssen etwas tun. Graham verliert gleich. Hoppala. Aber ihr alle wisst, ich hab gewonnen.
Entschuldigt, Sir, aber Dekret 3214 besagt ausdrücklich, dass sämtliche Kampferfolge von einem Gardisten bezeugt werden müssen, um in unserer Turnierliste für die Nachwelt festgehalten zu werden. Leider wurde das Brett manipuliert, bevor die Beglaubigung erfolgen konnte. Daher ist der Sieg ungültig und eine neue Runde wird angesetzt. Es tut uns außerordentlich leid, aber ihr habt die erneute Chance auf den Sieg. Ihr seid absolut lächerlich als Gardisten. Aber was soll's? Nur eine kurze Verzögerung auf dem Weg zum Retter. Ich schlage dich jederzeit erneut, wenn du willst. Mm-mm. Schon wieder da? Rosinensaft! Kommt dir das bekannt vor? Ja. Hypnosepulver. Und mischen. Und jetzt wählst du. Ich glaube, ich nehme wieder den gleichen. Hm. Ich nehme den hier. Oh nö, oder? Oh, das war wohl ein Volltreffer. Habe ich schon wieder den. Und jetzt spielen wir. Okay. Du kannst nicht gewinnen. Willst du wirklich weitermachen? Ja. Ja. Ich wusste, dass mir etwas fehlte, aber ich spielte weiter. Jetzt bist du dran, Graham. Bewege den linken unteren Schild zu deiner linken. Wirst du mein Fall? Ich bewege diesen hier. Drehst du deinen Bauern bitte im Uhrzeigersinn? Ich drehe einfach diesen Schild. Das Hypnosepulver scheint schwächer zu werden. Mach irgendeinen Zug, den du möchtest. Völlig egal jetzt. Meine Intelligenz war wohl klar überlegen. Oh. Wieder gewonnen! Beglaubigung bitte! Dekret 3214. Leider ja, Sir. Unfassbar. Es kann ja nicht sein. Warte mal. Kann ich mir die Becher irgendwie ansehen? Die Kelche standen hinter Manny. Wie konnte ich sein kleines Spiel überlisten? Ah, okay. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Da. So. So, gucken wir mal. Bum, bum, bum. Schon wieder da? Ja, hallo. Rosinensaft. Kommt dir das bekannt vor? Ja. Rosepulver. Und mischen. Alles klar. Und jetzt wählst du. Manni fudelt. Zack. Hm. Ich nehme den hier. So,
So. Ah, exzellente Wahl. Das war mein letztes Hypnosepulver. Und jetzt spielen wir. Fängt er an? Nee, ich fange an. Genau. Ich wünschte, ich hätte noch andere Pulver, um dieses Spiel interessanter zu machen. Ich hatte heute schon genug Zauberpulver. Er steht immer noch verkehrt. Ist es zu fassen, was dieser Grobian an seinem Bauch versteckt hat? Was für eine Enttäuschung. Ich mochte seine Arbeit. Ich habe ihn nicht gerne bloßgestellt. Graham, dieser Trottel wird uns nie akzeptieren. Er sollte beim Stricken bleiben. So. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich bin ja auch fürs Nachdenken, aber etwas Entscheidungskraft kann auch nicht schaden. Moment. Dahin. Hier hin, komm. Okay. So leicht fängst du mich nicht. So. Warte mal, wenn ich den da drehe. Ich bin ja auch fürs Nachdenken. Ja, bleib mal locker. Aber etwas Entscheidungskraft kann auch nicht schaden. Ah nein, verkehrt. Aber Whisper, hm? Endlich hat ihm mal jemand eins ausgewischt. Er ist gar nicht übel, wenn man ihn erst kennt. Wirst du jetzt etwa weich, Graham? Hast du noch andere geheime Allianzen, von denen ich wissen sollte? Also irgendwie... Der hier stand natürlich jetzt verkehrt. Komm, ich muss mich wieder zurückstellen. Das war natürlich doof gelaufen. So. Ich habe gehört, du hast ein paar Kobolde getroffen. Stimmt. Ja. Üble Kreaturen. Blech. Sei besser vorsichtig bei ihnen. Sie sind gerissener, als sie aussehen. Okay.
Ich würde sagen, den hier muss ich jetzt drehen. So. Da hast du etwas übersehen, Graham. Ja, jetzt schießt er mich. Wie hört sich königlicher Assistent für dich an, Graham? Wieder gewonnen! Beglaubigung bitte! Dekret 3214. Leider ja, Sir. Unfassbar. Gibt's doch nicht. Ach, sind die Krüge noch hier markiert? Die Kelche standen hinter Manny. Wie konnte ich sein kleines Spiel überlisten? Gut. Ah, das gibt's doch nicht, dass ich dieses Spiel nicht hier hinkriege. Möchtest du wirklich schon wieder spielen? Ja. Ich will das jetzt endlich gewinnen. Ich habe keine Angst. Beginnen wir. Das wird immer absurder. Wie oft muss ich dich denn besiegen? Ja, gute Frage. Einmal drehen. Puh. Ein Jammer, das mit Achaka. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich denke ständig an ihn. Sobald wir am Schloss sind, sorgen wir dafür, dass seine Leute, die Duktichianer, bekommen, was sie brauchen. Das ist das Mindeste. Mhm. Spiel. Mal gucken, der dahin. Du hast schon wieder nicht aufgepasst. Habe ich das? Jo. Wie weich wohl die Betten im Schloss sind. Wieder gewonnen! Beglaubigung bitte! Dekret 3214. Leider ja, Sir. Unfassbar. Jetzt nochmal, sagst du? Sollen wir es interessanter machen? Hey! Ja. Wollen wir das Ganze nicht noch etwas interessanter machen? Das gefällt mir. Bring die Becher wieder her. Aber nur zwei. Okay. Gardisten! Gib jetzt das restliche Hypnosepulver in einen davon. Mir gefällt, wie du denkst. Gardisten, bitte durchmischen. Jetzt wähle ich. So. Und jetzt wählst du. So. Oh. So. Alles klar. Du kommst. Huch. Der kommt dahin. So, Manny muss seinen dahin packen. Geh dahin. Links. Mm-hmm.
Wenn ich den jetzt schon drehe... Den hier drehe ich jetzt. Drehen. Ich glaube, das Pulver wird schwächer. Also hast du Manni hypnotisiert, statt ihn fair zu besiegen? Ja. Einen Betrüger darf man ruhig betrügen. So, jetzt muss ich den hier drehen. So. Bum, bum. Geschafft! Geschafft! Gardisten, ich bin bereit für Dekret 3214.6,5. Ich glaube, es war Dekret 1.21. Wir wussten, du schaffst es. Du bist raus aus der Allianz. Ich kann nicht gegen dich verlieren. Wie wär's mit noch einer Herausforderung? Bisher hatten wir nur ein Scharfsinnsduell. Ein echter Gentleman würde auch ein Kraftduell gewinnen. Graham, nimm das! Nimm die da! Na? Hier! Was soll ich denn mit Törtchen? Komm, wir nehmen die Törtchen. Gibt's ein X. Y. Bam. Okay, noch eine Herausforderung. Wie gut bist du in einem Tempoduell? Nein, Manni. Es ist vorbei. Wie die Schlacht nicht immer von den Starken und das Rennen nicht immer von den Schnellen gewonnen wird, so scheitern auch manchmal die Schlauen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Komm schon, Graham. Ein Duell noch. Für Achaka. Tu es für die hungernden Duktichianer. Moment. Vorher waren es noch die Juckmichianer. Sag mal, was genau ist eigentlich dein Plan? Ich glaube nämlich fast... Tempo-Duell! Nein, Graham. Er ist es nicht wert. Nach dem Brückenstreik konnten die Läden wieder beliefert werden. Der Handel kam wieder in Fahrt. Die Wetzelwölfe ließen die Stadt in Ruhe und zogen gen Norden. Auch die Gardisten setzten ihre Schritte von nun an etwas vorsichtiger. Alles in allem war es ein guter erster Tag in Daventry. Das war Wahnsinn! Du standst einem Drachen gegenüber, du hast seltsame Freunde gefunden, hast dich duelliert. Ich fass es nicht. Was denn? Bei so viel Stress kriegt man da nicht einen Ritterschlag? Sag mal, war das dein erstes Wortspiel? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein sollte. Sie werden so schnell erwachsen. Das Turnier! Es fängt gleich an. Dann solltest du langsam los, junge Dame. Viel Glück und beherzige meinen Rat. Beweise im Duell Güte. Du sagtest doch, Scharfsinn wäre wichtig.
Richtig. Durch dich habe ich mich an einige vergessene Wurzeln erinnert. Manchmal zählt eben das, was ich tue, nicht was ich sage. Danke, Opa. Mach ich. Willst du zusehen? Aber ja. Ich bin gleich unten. Sekunde. Hoffentlich hast du auch geübt, Gwendolyn. Nein, hab nur Geschichten gehört. Wird's dir zu viel? Lass das! Fang! Was? Soll das werden? Was? Schmeckt's dir nicht? Naja, lecker sind sie schon. Gute Show. Kinder! Kommt schnell, es ist euer Großvater. Oh oh. Das war das Ende wohl von Kapitel 1. Steht hier fortfahren. Ja. Fortfahren. Kapitel 2 ist leider noch nicht da. So, jetzt wisst ihr, wie die erste Kapitel zu Ende geht. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im zweiten Kapitel wieder. Bye!